Und ja, und dann der Tod, ne? Ja. Hier wird Peter Scholl-Latour 1924 geboren, in einem gutbürgerlichen Viertel von Bochum. Ich bin kein Westfale, das sieht auch nicht so aus wie Westfale, aber ich bin in Bochum zur Welt gekommen und mein Vater hatte sich nach dem Krieg dort niedergelassen als Arzt. Es war eine elsässische Hebamme, meine Mutter stammte ja aus Straßburg und die hat ja dann auf Elsässisch gesagt, Madame Scholl, es ist schon Bur. Seine Mutter stammt aus dem Elsass, sein Vater aus Lothringen. Berufliche Gründe haben sie ins Ruhrgebiet verschlagen. Die Heimat war doch immer diese elsass-lothringisch-saarländische Ecke. Nicht? Es ging so weit, dass mein Vater mich sogar da unten taufen lassen wollte. Die Grundschule besucht Peter Scholl-Latour noch in Bochum. Doch nach der Machtergreifung der Nazis ziehen es seine Eltern vor, ihn auf ein Schweizer Internat zu schicken, wenn auch schweren Herzens. Ich weiß, meine Mutter hat mich hin begleitet. Und das war ein strenges Internat. Und als sie dann gesehen hat, dass sie nicht mal Tischtücher hatten, sondern dass sie an diesem riesen Tisch nur von Linoleum aßen, hat sie geweint. Es sollen Lektionen fürs Leben werden. Das Jesuitenkolleg Saint-Michel in Fribourg ist streng, maßregelnd und gottesfürchtig. Kurzum, erzkatholisch. Und Peter Scholl-Latour genießt es. Das hat mir im Grunde den Blick geöffnet für den Islam, für den fundamentalistischen Islam, weil ich einen fundamentalistischen Katholizismus kennengelernt habe. Die Kirche hat sich ja doch wahnsinnig aufgeweicht und meiner Ansicht nach in einem bedauerlichen Dinge. Wenn ich bete, bete ich auf Lateinisch und nicht auf Deutsch. Nicht? Das kommt noch aus der Zeit. Und insofern, das hat mich ungeheuer geprägt. Sein Abitur macht der Deutsch-Franzose noch während des Zweiten Weltkrieges auf einem kleinen katholischen Internat in Kassel. Im Januar 1945 will er nur noch eines, rüber nach Frankreich. Doch auf der Flucht wird er von der Gestapo geschnappt und in Graz inhaftiert. Er erkrankt an Flecktyphus, muss dringend in ein Krankenhaus. Es geht um Leben und Tod. Dann kam ich da an und sah auf einmal die Hauben der Nonnen vom Orden Vinzenz von Paul, die großen, schönen Hauben noch. Und dann haben sie gesagt, ich konnte nicht mehr reden, ich kann nicht mehr sehen und so weiter. Ich habe nur noch gelächelt, ich habe die da gesehen, ich war ein glücklicher Mensch. Und dann habe ich wieder, wie auch im Gefängnis, ich habe Heilige erlebt, wirklich in meinem Leben. Und das war auch die Schwester, die sich um mich hat mir jeden Abend ihr Abendessen gegeben, die hat auch nicht viel gehabt, damit ich wieder schneller zu Kräften kam. Scholl-Latour überlebt und meldet sich, dem Krieg soeben entkommen, in Paris freiwillig zu den französischen Fallschirmjägern. Man muss auch ziemlich robust sein, um sowas durchzustehen. Nach dem Flugtus nochmal, da legen sich die Leute alle erstmal drei Monate lang hin und erholen sich nicht. Ich habe mich sofort in die Armee gemeldet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch von der Armee sofort akzeptiert worden. Ich war einer von denen. Ich war der Latour. Nach dem religiösen Drill des Internats bekommt er im Indochina-Krieg auch den militärischen und entdeckt die geografische Liebe seines Lebens. Wenn man jung ist, vor allem, es ist damals war noch in Indochina ein absolut exotisches Land. Nicht? Das war wirklich noch so, wie man sich Ostasien, das war die Welt von Kipling noch gewesen. Nicht? Und dann kommt natürlich zum Abenteuer kommt einmal das erotische Element dazu. Es waren eben wunderschöne Frauen auch dort und so weiter. Also jeder, der in Vietnam gewesen ist länger, nicht, hat ein erotisches Verhältnis zu dem Land. 2 Jahre dient Scholl-Latour in Indochina, dann kehrt er zurück. An der Pariser Sorbonne studiert er politische Wissenschaften. Und weil sein Wehrsold fast aufgebraucht ist, versucht er sich als Journalist. Obwohl es verboten ist, reist er zu einem Freund in die sowjetische Zone, schreibt darüber und läuft sich die Hacken wund. Niemand will seinen Erstling veröffentlichen. Am Ende habe ich dann mit meinem letzten Mut zur der Zeitung gegangen, die damals wirklich die große französische Zeitung Le Monde. Und bin da hingekommen, da war ein gewisser Laurent für Deutschland zuständig. Mais c'est très intéressant, sehr interessant. Mein erster Artikel, den ich je geschrieben habe, ist auf der ersten Seite von Le Monde erschienen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Scholl-Latour schließt sein Studium ab, promoviert, arbeitet für die Saarbrücker Zeitung und wird 1954 Regierungssprecher des Saarlandes,
allerdings nur für 2 Jahre. Dann treibt es ihn weiter. Er reist durch die Weltgeschichte und landet 1956 in Beirut, damals noch das Paris des Nahen Ostens. Scholl-Atour studiert Hocharabisch an der dortigen Universität, beliefert verschiedene deutsche Zeitungen mit Artikeln und erwirbt sich den Ruf eines Nahostexperten. Aber das war noch nicht mein Durchbruch, nicht wahr? Aber es war eine ungeheure Bereicherung. Ich habe viel von dem Arabischen vergessen, aber einige Koranverse kann ich auch heute noch zitieren. Das kann einem das Leben retten in gewissen Beziehungen. Und vor allem, es hat einem auch den Zugang zur Mentalität des Orients verschafft. Und ich glaube, die habe ich. Ich habe hier zum Beispiel bei den anderen, ob sie Perser, Afghaner oder Türken sind, genieße ich hier in Deutschland eine ungeheure Beliebtheit. Ansehen genießt Scholl-Atour nicht nur bei Muslimen. Anfang September, die Sommertagung Multiple Sklerose in Essen. Zum Abschluss des Kongresses ist Peter Scholl-Atour eingeladen, zur Zukunft Europas zu sprechen. Ganz herzlich, Herr Professor Peter Scholl-Atour, begrüßen. Scholl-Atour liefert seinem Publikum gleich die ganze Welt. Es wird ein rhetorischer Ritt um den Erdball. Für den Geostrategen hängt eben alles mit allem zusammen. Die Feigheit vor dem Freund ist sehr weit verbreitet. Dabei neben all seinen anderen Aktivitäten hält Scholl-Atour rund 40 Vorträge pro Jahr. Zu wechselnden Themen, aber mit ähnlichem Inhalt. Meistens ist der Gastredner selbst das Ereignis. Denn seine Popularität reicht weit zurück. Nach 3 Jahren als Afrika-Korrespondent des Hörfunks wird Scholl-Atour 1963 erster Frankreich-Korrespondent des Fernsehens und Leiter des neuen Studios Paris. Ich bin ins kalte Wasser reingesprungen. Also Journalistenschule oder sowas habe ich nie gekannt. Und das Seltsame ist, ich habe mich natürlich gefragt, mit einem komischen Kopf und so weiter, kommst du überhaupt bei den Leuten an? Es hat von Anfang an funktioniert. Scholl-Atour hat nicht nur vom Fernsehen keine Ahnung, auch seine politischen Überzeugungen sind den Deutschen etwas unheimlich. Während sie in ergebener Dankbarkeit für das Wirtschaftswunder treu zu den Amerikanern stehen, ist Scholl-Atour erklärtermaßen Anhänger der Außenpolitik Charles de Gaulles. Und man muss es eigentlich nicht erwähnen, er ist bis heute Gaullist geblieben. Das ist jemand, der durchaus im Ernstfall treu zur Atlantischen Allianz hält, wenn es wirklich ernst wird, wie de Gaulle in der Kuba-Krise den Amerikanern totale Solidarität zugesagt, die aber nicht jedes törichte Abenteuer der Amerikaner mitmachen. Während Scholl-Atour, bestens informiert und nüchtern analysierend, das politische Frankreich beleuchtet, steigt einer seiner Mitarbeiter zum populärsten Gesellschaftsreporter seiner Zeit auf. Georg Stefan Troller, inzwischen 85 Jahre alt, machte in den 60er Jahren das Pariser Journal, eine eigene Fernsehsendung, die wie keine zweite das Paris-Bild der Deutschen prägte. Wie sein ehemaliger Chef schreibt auch Troller an einem neuen Buch. Auch er hat keinen Computer. Und trotzdem ist er in fast jeder Beziehung das Gegenstück zu Scholl-Atour. Pariser Journal! Pariser Journal! Zweifelnd statt wissend, zögernd statt draufgängerisch, tiefschürfend statt gerade heraus. Scholl-Atour behauptet, Troller hinterfragt. Er ist, glaube ich, entschlossen, alles zu wissen. Alles Politische jedenfalls oder auch Soziopolitische und so weiter, Gesellschaftspolitische. Alle diese Dinge will er wissen, das treibt ihn an. Ich kann mich erinnern, dass in seinem Studio eine Weltkarte an der Wand hing, eine Riesenweltkarte, eingezeichnet die Länder, die er schon abgehackt hatte. Und die Sorge, kommt er noch dahin, das war vor allem China damals, wo er noch nicht gewesen war, ja? Denn das gab es nicht, ein Land, das er nicht besucht hatte und wo er nicht Bescheid wusste. Und das treibt ihn ja bis heute an. Musik.
Als Paris-Korrespondent hat Scholl-Latour viele Möglichkeiten, neue Fähnchen in seine Weltkarte zu stecken. Er begleitet de Gaulle auf seinen Staatsbesuchen in alle Welt. In Ägypten interviewt Scholl-Latour Präsident Nasser. Es ist im Ausland behauptet worden, dass Sie unter schwerem Druck des Ostblocks stehen. Ich will Ihnen eines sagen. Wir lassen uns von niemandem unter Druck setzen. Aus dem Südseeparadies Tahiti berichtet Scholl-Latour von den französischen Atombombenversuchen. Er erweist sich als Meister der historischen Parallele. Es ist der Überlieferung zufolge die gleiche Stelle, an der Napoleon Bonaparte zum ersten Mal die goldenen Kuppeln des Kreml erblickte.